Alter, was geht ab, Leute, Homie? Schon ernst lang nicht mehr auf diesem Kanal. Ich habe auch echt keine Ahnung, ob das überhaupt noch irgendjemand schaut, ob das überhaupt noch irgendjemanden interessiert. Und zwar, habe ich mir gedacht, schaue ich mal kurz wieder hier vorbei. Hab nämlich eine, keine Ahnung, ob das wichtige Ankündigung ist, aber ich habe eine Ankündigung. Nein, wir kommen nicht zurück, wir werden nie wieder zurückkommen. Ob ich jemals aufklären werde, wieso wir aufgehört haben, weiß ich nicht. Was wir momentan so treiben, weiß auch nicht, ob ich dazu mal so ein Video machen werde. So ein, wo sind sie jetzt? Update, was wir alle so machen. Alle 5, 6, 7 Mitglieder, keine Ahnung. Ah, ist schwierig, weil A, ist es ziemlich persönlich alles. Und B, hat jeder halt seine eigenen Gründe. Ich kann nicht für die anderen sprechen. Kann nur für mich sprechen, natürlich. Aber, das klingt jetzt alles sehr traurig. Ich habe eigentlich eine gute Nachricht. Davor, wir werden immer noch ab und zu gefragt, was mit TBT ist. Sogar in meinen neuen Videos. Falls Interesse besteht an TBT noch und falls ihr das Ende der Geschichte von TBT hören wollt, schreibt das unten in die Kommentare. Für meinen Teil. Ich mache weiter in Pokémon-Videos. Oder jetzt erst recht, keine Ahnung. Und ich weiß, die meisten wird es nicht interessieren. Obwohl jetzt, es gab, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, gerade die legendären und ein paar neue Sachen und kleiner zweiter Hype. Und dadurch sind viele neue Zuschauer auf meinen Kanal gekommen. Auch viele alte Yu-Gi-Oh! Spieler. Und die hat es halt krass gewundert. Also, falls euch interessiert, was ich mache, ihr müsst mich nicht abonnieren oder so. Schaut einfach mal drauf und ihr werdet schockiert sein. Also, der Kanal geht krass ab und der ist echt nur am Wachsen. Also, der steigt und steigt und steigt. Und falls euch das interessiert, schaut einfach mal vorbei. Dann klärt sich eigentlich auch die Frage, wieso ich nicht zurück zu Yu-Gi-Oh! Gehen werde. Ich persönlich zumindest. Was mit der anderen Jungs ist. Wie gesagt, vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Aber, wie gesagt, ich habe auch noch eine gute Nachricht. Und zwar, wenn etwas stirbt, wird daraus Erde, das ist jetzt eine Metapher, wird daraus Erde, Dünger für die nächste Pflanze, die daraus wachsen kann, für das nächste Lebewesen. Okay, das war jetzt echt ein bisschen zu philosophisch, die Metapher, aber die Fackel wurde weitergereicht. TBT ist tot, aber dafür gibt es neue Leute. Ihr kennt sie aus meinen alten Videos, ihr wisst, die Jungs haben mich komplett im Stich gelassen, sind zu Pokémon gelaufen und haben Yu-Gi-Oh! Und mich und Chong und Nico komplett zurückgelassen. Irgendwann gab es nur noch mich. Ich habe mich umgeschaut. Alle anderen waren weg. Nico gab es halt noch. Chong hat sich separat getrennt. Das war was anderes. Wie gesagt, darüber vielleicht nochmal ein Video. Es gab nur noch mich und Nico. Ich habe nach links geschaut. Niemand da. Ich habe nach rechts geschaut. Niemand da. Die anderen, Barish, Dimi, Alex, Tati, alle stehen und liegen lassen für Yu-Gi-Oh! Nicht für Yu-Gi-Oh!, für Pokémon. Und Yu-Gi-Oh! Dafür stehen und liegen lassen. Das soll auch jetzt kein Vorwurf an die sein. Ihr wisst, Yu-Gi-Oh! Nichts mehr für uns. Zufällig, echt zufällig und komischerweise für jeden von uns gleichzeitig, dass Yu-Gi-Oh! Gestorben ist. Ob es jetzt wegen Pokémon gestorben ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ich schweife wieder aus. Ich wollte sagen, aber als ich in der Not niemanden mehr hatte für die Videos, haben mich zwei Kollegen stark unterstützt. Das waren Mert und Kerem, die Trade-Brüder. Und die haben jetzt ihren eigenen Channel gestartet. Die Trade Brothers, mehr zu denen unten in der Videobeschreibung. Und auch hier wahrscheinlich überall. Erstes Video ist draußen mit Gastauftritten von uns. Und ihr wisst, das sind coole Jungs, genauso wie wir, wenn nicht sogar cooler. Und die spielen noch aktiv Yu-Gi-Oh! Und die bringen auch noch den Trade-Aspekt rüber, den wir nicht hatten. Außer möchte gern Chong natürlich. Und Dimi, der es jetzt immer noch wieder versucht, aber kein Vergleich zu den Trade-Brüdern. Und Gastauftritte werden wahrscheinlich kommen, Kollaboration. Auf jeden Fall. Die haben da meine volle Unterstützung. Schaut's bei denen vorbei, falls hier überhaupt noch irgendein Zuschauer ist. Ich weiß es echt nicht. Also falls ihr uns vermisst, das nächstbeste ist auf jeden Fall die Trade-Brüder. Mehr habe ich echt nicht zu sagen. Leidet's nicht. Yu-Gi-Oh! Serious Business. Heute. Das ganze Programm, ihr wisst Bescheid.